Brasilien hatte schon immer die Mentalität, schön spielen zu wollen. Doch das alleine reicht nicht aus. Deutschland hat der ganzen Welt gezeigt, wie man spielen muss, wie man schön, kompakt und organisiert spielt. Schweinsteiger und Kroos haben mir bei der WM am besten gefallen. Die Deutschen haben alle Matches kontrolliert. Sie waren sehr gut organisiert und standen kompakt. Ich liebe es, Deutschland spielen zu sehen. I love to see Germany play. Das war sehr schwierig, aber das ist Fußball. Ich denke, das Ergebnis war zu hoch. Ich bevorzuge immer noch die Erinnerungen vom Sieg gegen Deutschland im WM-Finale 2002. Das sind die Erinnerungen, die ich meinen Landsleuten empfehle. Ich glaube, es wird keine Überraschungen bei der Wahl zum Weltfußballer geben. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi werden es wohl wieder unter sich ausmachen. Ronaldo spielt jedes Jahr fantastisch und schießt viele Tore, wenn auch eher in der Liga als bei der WM. Messi spielt zwar nicht so, wie wir es eigentlich von ihm gewohnt sind, aber trotzdem gut. Es wird wohl einer von beiden. Neymar ist sicherlich unser bester Spieler. Er ist immer noch so jung und ich bin sicher, er wird sich noch weiter stark verbessern. Ich denke, in 2 Jahren ist er die Nummer 1. I think in 2 years he will be the number 1.